Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 27, ein interfraktioneller Antrag sicherer Hafen Dresden. Wir haben hier zahlreiche Gäste und Rederechte. Ich würde hier sehr gerne zunächst Herrn Winzer als Vorsitzender des Ausländer- und Integrationsbeirats zu Wort kommen lassen und dann die drei bestätigten Rederechte, also Seebrücke Dresden, Mission Lifeline und Vorstandszeugen der Flucht. So, dann treten wir in den Beratungsgang ein. Es gibt einen Ersetzungsantrag AfD, der dann eingebracht wird, beziehungsweise die AfD beginnt auch die Fraktionsrunde, die wir halt dann entsprechend durchführen. Bedeutet zunächst, dass ich Herrn Winzer herzlich hier nochmal offiziell begrüße und ihn nach vorne bitte. Genau. Für alle externen Redner bzw. Gäste, der Hinweis, 5 Minuten der Redezeit wird Ihnen durch eine kleine Uhr signalisiert. Heiße Sie herzlich willkommen und erteile Herrn Winzer das Wort. Gut, ich bin von Herrn Aschenbach natürlich darauf hingewiesen worden. Den Antrag selber lassen wir auch noch vorstellen. Also machen wir Herrn Winzer, der schon vorne ist, und dann bringt Herr Aschenbach den Antrag insgesamt noch mal umfassend ein. Bitte sehr. Titel: Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, der Dresdner Stadtrat hat schon einiges erlebt. Als Bürger mit oder ohne Migrationshintergrund fragt man manchmal nach mancher Debatten, was ist dann tiefer, das Niveau oder das Mittelmeer? Bei der Bewältigung der Probleme hilft weder Hetze, Rassismus, pauschale Verurteilung, ebenso wenig wie rührselige humanistische Gefühlsduselei. Wir wollten eine sachliche, fachliche Politik, auch in diesem Bereich, damit wir lösungsorientiert unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe lösen können. Dazu bietet sich der Integrationsausländerbeirat als Brücke und als Vermittler gerne an. Wir haben jetzt gestern lange und sehr lebhaft über diesen Antrag diskutiert. Ich bin hier dann das Ergebnis mitzuteilen, ich habe mehrheitlich dem Antrag zugestimmt. Es ist sicherlich sehr, sehr viel noch gesagt werden zu diesem Antrag. Es gab sicherlich eine Debatte, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Ich möchte noch mal 5 Fakten nennen. Erstens, die Situation an den europäischen Außengrenzen ist wirklich unerträglich. Zweitens, es gibt gesamteuropäisch keine solidarische Lösung in Sicht. Drittens, Dresden ist laut Verwaltung aktuell in der Lage, diese Aufgabe zu bewältigen. Viertens, niemand kann tatsächlich garantieren, dass diese Menschen alle gut sind. Aber fünftens, das sind Menschen, die auch eine menschenwürdige Behandlung und eine faire Chance verdienen. Als Integrations- und Ausländerbeirat sind wir ein beratendes Gremium. Wir kamen halt unsere Empfehlung ab. Wie gesagt, wir sind manchmal nicht besonders stolz auf Dresden, aber heute haben Sie die Chance, uns dann stolz auf Dresden zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Winzer, für die klare Positionierung. Maske ist irgendwo weg. Findet sich. Alles gut, danke. Dann Herr Aschenbach, bitte. Guten Tag. Wir reden jetzt über europäische und deutsche Migrationspolitik. Warnung, es wird eklig. In den letzten 20 Jahren sind nach vorsichtigen Schätzungen 40.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken.
40.000 Menschen, deren Verzweiflung durch Krieg, Gewalt, Armut und Hunger so groß war, dass sie ihre Heimat verließen, alles aufgaben, alle Strapazen auf sich nahmen und die ihre Hoffnungen mit dem Leben bezahlten. Man müsste annehmen, dass eine mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Staatengemeinschaft unter ihnen, egal nach welcher Zählweise, die reichsten Länder der Welt, die nicht müde wird, sich als Wertegemeinschaft zu beschreiben und welche die Wahrung der Menschenrechte als eines ihrer wichtigsten Beitrittskriterien festlegte, alles dafür tut, dass vor ihrer Haustür nicht tausende Menschen ertrinken. Heißt es doch in Artikel 3 jener Menschenrechte, jeder hat das Recht auf Leben. Man könnte annehmen, dass ein Land, welches aus der industriellen Ermordung von 13 Millionen Menschen angeblich seine Lehren zum Wert des Lebens gezogen habe und eben jene Menschenrechte in den ersten Artikel seiner Verfassung festschrieb, sich besonders verpflichtet fühlt, alles zum Schutz jedes einzelnen Lebens zu tun. Man müsste glauben, dass eine Regierungspartei, die sich christlich nennt und behauptet, sich aktiv für Menschenrechte einzusetzen, sich dem christlichen Motiv der Nächstenliebe irgendwie verpflichtet fühlt. Am Arsch. Die Europäische Union hat nicht nur die Seenotrettung ausgesetzt, sondern arbeitet aktiv gegen private Initiativen, welche diese Lücke allein aus Spendengeldern füllen wollen. Schiffe werden mit immer neuen Regularien und Schikanen daran gehindert, zu Rettungsmissionen auszulaufen. Aufklärungsflugzeugen wird die Starterlaubnis versagt. Die freiwilligen Helfer welche die traumatischen Bilder von umhertreibenden Babyleichen vermutlich den Rest ihres Lebens verfolgen, werden zum Dank kriminalisiert und angeklagt. Mit geretteten, völlig überladenen Schiffen wird trotz fehlender medizinischer Versorgung, fehlendem Essen und Wasser über Tage und Wochen das Einlaufen in Häfen verweigert. Die Migranten, welche die Flucht überleben, werden in eigens eingerichtete Internierungslager bis weit über deren Kapazitäten gepfercht. Die Mittelmeeranrainer mit der Aufgabe seit Jahren allein gelassen. Als handele es sich nicht um Menschen, sondern um irgendeine Art von Ungeziefer, verweigern die europäischen Mitgliedstaaten die Aufnahme der Schutzsuchenden und streiten seit Jahren unwürdig um deren Verteilung und/oder Entsorgung. Aber selbstverständlich bleibt die Werteunion Europa nicht untätig. Um uns die unschönen Bilder von ertrunkenen Kindern zu ersparen, setzt sie alles daran, dass die Flüchtenden es gar nicht bis zum Mittelmeer schaffen. Mit den widerlichsten Regimen werden Abkommen getroffen, Geld und Waffen, damit wir dieses Elend endlich nicht mehr sehen müssen. Man geht davon aus, dass in der Sahara doppelt so viele Menschen ihr Leben auf der Flucht verlieren wie im Mittelmeer. Da es aber doch noch genug schaffen, gibt es zum Glück noch den Lieblingspartner Libyen. Kümmern sich doch die Sklavenhändlermilizen so rührend um Flüchtlinge, wie das Auswärtige Amt feststellt, Zitat, die Erfahrungsberichte zurückgekehrter Migranten zeichnen ein erschütterndes Bild allerschwerster systematischer Menschenrechtsverletzungen in Libyen. Authentische Handyfotos und Videos belegen die KZ-ähnlichen Verhältnisse in den sogenannten Privatgefängnissen. Exekution nicht zahlungsfähiger Migranten, Folter, Vergewaltigung, Erpressung sowie Aussetzung in der Wüste sind dort an der Tagesordnung. Zitat Ende. Gut zu wissen, dass die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache und Menschenrechtsverletzungen Aufklärungsflugzeuge über der laut Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags völkerrechtswidrig ausgeweiteten Seezone Libyens kreisen lässt. Um die von europäischen Staaten unterstützten libyschen Küstenwachenmilizen, die auch gern mal das Feuer auf Rettungsschiffe eröffnen, beim Auffinden ihrer Opfer zu unterstützen. Gut, dass Geretteten ein sicherer Hafen verweigert wird, weil man sie doch bitte zurück nach Libyen bringen solle. Leider oder zum Glück reichen meine 5 Minuten Redezeit nicht, um die Verbrechen von Frontex, mit dabei auch deutsche Polizisten, hier ausreichend zu benennen. Tränengas auf Kinder und Flüchtlinge zurück ins Meer zu schmeißen, gehört zum Kerngeschäft. 5 Minuten reichen auch nicht, um das Leid und die Unmenschlichkeit, die in unserem Namen zugelassen und verursacht werden, hinreichend darzustellen. Und sie reichen auch nicht, um meine Verachtung all jenen rassistischen Arschlöchern gegenüber zum Ausdruck zu bringen, die dieser Proklamation für ein Mindestmaß an menschlichem Anstand nicht zustimmen werden. Damit meine ich vor allem die Stadträte der CDU und FDP. Vor den rassistischen Entgleisungen der After ekel ich mich jetzt schon. Aber ihr Christdemokraten, die ihr behauptet, das Grundgesetz und christliche Werte zu vertreten, könnt mit eurer Zustimmung beweisen, dass ihr doch keine widerlichen Heuchler und ekelerregenden Rassisten seid. Es ist keine offene Frage, ob man Menschenleben retten sollte. Danke.
Sehr geehrter Herr Aschenbach, meine Damen und Herren, wir haben ja heute ein sehr ernstes Thema, das uns emotional sehr nahe geht, das auch sehr anspruchsvoll ist bei der Frage, was unsere Aufgabe als Landeshauptstadt Dresden und Ihre Aufgabe als Stadträtinnen und Stadträte ist. Es ist ein Antrag, der ist gestellt worden, er ist im Ältestenrat behandelt worden, deswegen ist er auch heute auf der Tagesordnung. Wir behandeln ihn auch. Ich fände es nur sehr gut, wenn wir bei der Diskussion über den Antrag doch das notwendige Maß an Achtsamkeit auch uns gegenüber auch haben. Und ich glaube, die pauschal von Herrn Aschenbach eben verwandten Worte sind der Diskussion, die ja noch gar nicht begonnen hat, inhaltlich nicht angemessen, und ich meine auch, sie passen nicht zum Stil des Hauses. Ich würde sehr gerne diesen wichtigen Punkt, wir haben eine längere Rednerin, es sind auch einige der Redner dabei, die uns zusätzliche Impulse liefern können, ohne unseren Stil und unsere Kollegialität untereinander zu verletzen, hier absolvieren können, um hinter mit einer klaren Beschlusslage ein Signal zu setzen. Aber bitteschön, machen wir das in einer Art und Weise, dass wir das ohne Verwendung von Kraftausdrücken, die beleidigender Art hier sein können, stattfinden können. Ein Geschäftsordnungsantrag, Herr Krüger. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, Stadtrat Aschenbach hat hier ein für mich nicht mehr akzeptables Vokabular verwendet. Unter anderem hat er uns als rassistische Arschlöcher bezeichnet. Die Geschäftsordnung des Stadtrates lässt es zu, derartige verbale Entgleisung, die auch nichts mit seiner vorgeblich humoristischen Parteizugehörigkeit gedeckt sind, auch entsprechend zu sanktionieren. Und ich frage Sie hier im Namen meiner Fraktion, wie lange wollen Sie noch zuschauen, ohne Sanktionen zu verhängen, um solche Worte in Zukunft hier in diesem Hohen Rat zu verhindern? Meines Erachtens nach ist diese Grenze längst überschritten. Vielen Dank. Ich denke, ich habe gerade meine Missachtung aus Sichtweise der Sitzungsleitung zum Ausdruck gebracht. Und ich werde das auch zum Anlass nehmen, im weiteren Verlauf nach einer recht klaren Einordnung dieses Thema auch entsprechend tätig zu werden an der Stelle. Wir setzen nun zunächst mit den Rederechten auch entsprechend fort. Und ich würde hier beginnen mit der Seebrücke Dresden, dann Mission Lifeline und dann Vorstandszeugen der Flucht. Ich stehe heute für die Seebrücke Dresden und möchte zunächst aber eine Anekdote aus meinem eigenen Leben erzählen. Als ich vor 3 Jahren entschieden habe, für meinen Master nach Dresden zu gehen, habe ich Reaktionen in NRW bekommen, die von Überraschung bis Erschrockenheit reichten. Niemand verstand, warum ich ins braune Dresden gehen möchte. Da lachen Sie. Diesen Ruf finde ich persönlich sehr schade, weil Dresden viel mehr ist, wie ich nun weiß. Aber warum hat Dresden diesen Ruf? Liegt es nur an Pegida? Oder liegt es auch darin, dass Dresden zu wenig oder gar keine Zeichen in eine entgegengesetzte Richtung getätigt hat? Ist Dresden die Vorzeigestadt für Integration von Zuwanderern und Geflüchteten, wie es sich Oberbürgermeister Hilbert 2015 zum Ziel gesetzt hat? Aber kommen wir zu den sicheren Häfen. Wie ist die Lage dazu in Deutschland? Ganze 208 Städte, aber auch Bundesländer sind bereits sichere Häfen. 208. Wir sprechen hier also nicht von einer kleinen Bewegung, sondern von einer großen bundesweiten Bewegung. Wer hier nicht mitzieht, zeigt schlicht ein Gesicht massiver Unsolidarität. Vielleicht fragen sich Menschen auch hier, warum braucht es überhaupt sichere Häfen? Kriege, Verfolgung, Gewalt, Armut oder auch Klimakrise führen dazu, dass Menschen ihr Zuhause verlassen müssen. Niemand flieht freiwillig, das muss man ganz klar sagen. Sie nehmen dafür lebensgefährliche Fluchtrouten in Kauf. In den letzten Jahren starben rund 40.000 Menschen im Mittelmeer.
Machen sich diese Menschen wohl freiwillig auf den Weg? Aus wirtschaftlichen Vorteilen? Würden Sie sich mit Ihren Familien auf einer solchen schier tödlichen Kurs begeben, wenn Sie auch nur den winzigsten Hauch einer Chance sähen, dass es anders geht? Die EU investiert währenddessen immer weiter in Grenzschutz und Abschottung, anstatt Menschen auf der Flucht zu schützen, obgleich sie maßgeblich an der prekären Lage dieser beteiligt ist. Das ist unsolidarisch, grausam und verlogen. Ein Familienvater, der gerade seinen 6-jährigen Sohn im Mittelmeer verloren hat, mit dem Vorwurf, einen Menschen gefährdet zu haben, vor Gericht zu bringen und mit der EU-eigenen Grenzschutzagentur Frontex höchst selbst in illegale Pushbacks verwickelt zu sein, sind nur ein paar der jüngsten Beispiele für die humanitären Verbrechen, die Europa an seinen Grenzen vollzieht. Von den Zuständen in den Lagern, gerade in Zeiten von Corona, brauche ich da, glaube ich, gar nicht erst anfangen. Aber kommen wir zurück zu Dresden. Neben den klar auf der Hand liegenden ethischen, menschlichen und solidarischen Aspekten bedarf es speziell in Dresden, wie eingangs erwähnt, endlich einer anderen Symbolik. Neben der Dauerpräsenz von Pegida machte Dresden erst in den vergangenen Wochen wieder Schlagzeilen, die ein stringentes Bild zeichneten. Sei es durch Querdenker-Demonstrationen mit anschließenden Ermittlungen oder wegen der Tatsache, dass die Pegida-Stadt es tatsächlich geschafft hat, am 9.11. sämtliche Gedenkfeiern wegen der Corona-Maßnahmen zu unterbinden, aber gleichzeitig eine Pegida-Kundgebung mit Andreas Kalbitz als Gastredner zu genehmigen. Möchten Sie wirklich weiter ein Bild von Dresden vermitteln, in welchem wir das gutheißen? Möchten Sie, dass Dresden weiterhin eine der ganz wenigen Großstädte ist, die nicht als sicherer Hafen zählen? Möchten Sie es weiterhin anderen überlassen, ein solidarisches Gesicht zu zeigen? Wie kürzlich erst Leipzig, welches nun die Patenschaft eines neuen Bootes der Mission Lifeline übernommen hat, eine Dresdner Initiative. Erst kürzlich setzte sich Oberbürgermeister Hilbert mit zahlreichen Initiativen an einen Tisch, um eine gemeinsame Lösung bezüglich Pegida und der öffentlichen rassistischen Propaganda zu finden. Hierbei pochte er vor allem auf die Mobilisierung der Zivilbevölkerung, die ein Zeichen setzen solle. Hier ist nun aber Ihre Chance, ein Zeichen zu setzen. Der sichere Hafen ist eine konkrete Chance, Hass, Hetze und menschenfeindlichen Parolen etwas entgegenzusetzen, welche Sie in der Hand haben. Wir, die Zivilgesellschaft, sind schon lange bereit. Unsere Petition zum sicheren Hafen wurde bereits von etwa 1.700 Menschen unterschrieben. Die Petition von Banda Internationale, welche mit den hier angesprochenen Thematiken natürlich zusammenhängt, erreicht über 20.000 Stimmen. Ganz zu schweigen von den zahlreichen Initiativen in Dresden, die sich seit Jahren engagieren und dem Zuspruch, den wir abseits dieser Zahlen tagtäglich erleben. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass Reaktionen auf einen Umzug nach Dresden in Zukunft anders ausfallen. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass endlich auch das solidarische Gesicht Dresdens für Schlagzeilen sorgt. Lassen Sie uns für ein kleines bisschen mehr Menschlichkeit in diesen herausfordernden Zeiten sorgen. Machen Sie Dresden endlich zum sicheren Hafen und nutzen Sie die Chance, ein Zeichen zu setzen. Dankeschön. Darf als nächstes die Vertreterin von Mission Lifeline bitten? Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte. Eingangs möchte ich mich bei der Partei Bündnis 90 Die Grünen im Namen meines Vereins bedanken, dass wir eingeladen wurden und ich heute vor Ihnen sprechen darf. Mein Name ist Dorit Starke und ich bin seit 2017 aktiv im Verein Mission Lifeline e.V. So habe ich mich intensiv seit dieser Zeit mit dem Thema der zivilen Seenotrettung, mit der Situation von fliehenden Menschen über die EU-Außengrenzen sowie die Behinderung und Kriminalisierung verschiedener Nichtregierungsorganisationen und ihren UnterstützerInnen auseinandergesetzt. Seit dieser Zeit bin ich mit vielen AkteurInnen anderer NGOs, der Zivilgesellschaft sowie der Politik ins Gespräch gekommen. Nach dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, dem UNHCR, waren im Jahr 2019
weltweit 79,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Das ist etwas mehr als 1% der Weltbevölkerung. Diese Zahl war noch nie so hoch wie heute. Diese Zahl hat sich seit 2010 etwa verdoppelt. Im Jahr 2010 waren noch 41 Millionen Menschen auf der Flucht. Etwa 40% aller Flüchtenden sind minderjährig. Etwa 1,1 Millionen Menschen kommen nach Deutschland. Zu den gefährlichsten Fluchtrouten nach Europa zählen die Überfahrten über das Mittelmeer. Die UN-Organisation für Migration, die IOM, spricht von über 20.000 Menschen, welche seit 2014 im Mittelmeer gestorben sind. Das UNHCR schätzt, dass im Jahr 2018 im Durchschnitt jeder sechste Mensch auf dem Weg über das Mittelmeer mit seinem Leben zahlte. Zwischen Libyen und Europa ertrank etwa jeder 15. Mensch. Die Dunkelziffer ist weitaus höher, da nicht alle Menschen als vermisst gemeldet werden und nur ein Teil der Seenotfälle gemeldet wird, da selbst eine Überwachung auf dem Mittelmeer heute nur schlecht funktioniert. Da sich Europa an seinen Außengrenzen, besonders dem Mittelmeer, wie eine Festung abschirmt, flüchtende Menschen in Lagern an den EU-Außengrenzen wie in Moria oder auf Lampedusa festhält und durch skandalöse Abkommen mit Anrainerstaaten wie der Türkei oder Libyen zurückbringt und diese dort festgehalten werden, können wir damit rechnen, dass sich die Flüchtenden neue Wege suchen werden, in der Hoffnung auf ein Leben in gesicherten Verhältnissen, ohne Krieg, ohne Folter und ohne Hunger. Was eine Flucht über den Atlantik bedeuten könnte, wie viele Tote diese Überfahrt in noch unberechenbareren Gewässern, in seeuntauglichen Booten fordern wird, mögen wir uns nicht auszumalen. Seit dem Jahr 2015 zieht sich die EU stetig aus dem zentralen Mittelmeer zurück. Die staatlichen Seenotrettungsprogramme wie das Programm SOFIA wurde weitestgehend eingestellt, Frontex hat sich zurückgezogen. Die Aufgabe des Search and Rescue haben seit dieser Zeit vor allem nichtstaatliche Organisationen wie Mission Lifeline, Sea-Watch oder CI, um nur einige zu nennen, übernommen. Seit 2018 kommt es zusehends zu einer Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung. Auch wir konnten das bei unserer sechsten Mission im Juni 2018 erfahren. Neben den enormen Kosten, welche für unsere Arbeit aufgebracht werden muss, werden wir von staatlichen Repressionsorganen unter fadenscheinigen Vorwürfen vor Gerichte gezerrt. Es ist unglaublich, dass das Retten von Menschen in Italien, Griechenland und Spanien mit immensen Geldstrafen und Freiheitsstrafen verfolgt wird. Ebenfalls ist es seit einigen Jahren schwierig, Flaggen für unsere Schiffe zu bekommen, was uns am Auslaufen und somit der wichtigen Aufgabe, dem Retten von Menschenleben, hindert. Durch die Forderungen eines Sicherheitszertifikats und einer neuen Gesetzesgebung der BG-Seefahrt durch das Verkehrsministerium in Deutschland werden uns neue Steine in den Weg gelegt. Zwar ist unser Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer damit vor dem Europaparlament gescheitert, wir können aber an dieser Neuerung erkennen, welchen Weg die Bundesrepublik in Hinsicht auf zivile Seenotrettung in naher Zukunft einschlagen wird. Unsere Vereinsarbeit basiert auf den Menschenrechten und seinen humanitären Werten und Forderungen. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, welche auch die Bundesrepublik unterschrieben hat, schreibt im Artikel 14 fest, dass jeder Mensch das Recht auf Flucht hat. Menschen fliehen vor Krieg, Folter, Gewalt, Hunger und vor Umweltkatastrophen. Wir haben eine Verantwortung. Nun spreche ich heute vor Ihnen, um auch Dresden zum sicheren Hafen zu erklären. Stehen Sie mit uns für humanitäre Werte, Solidarität, Menschlichkeit. Wir in Dresden haben Platz für neue Dresdnerinnen. Wir haben professionelle Strukturen geschaffen, wie beispielsweise eine breiter aufgestellte Flüchtlingssozialarbeit. Und wir können auf Unterstützung der vielen Willkommensbündnisse bauen. Lassen Sie uns ein Zeichen setzen und anderen Städten folgen. Letzten Monat hat sich Leipzig zum sicheren Hafen erklärt. Nun sind Sie gefragt. Ich bitte Sie, erklären Sie auch Dresden zum sicheren Hafen. Denn der Schutz von Leben und grundlegenden Menschenrechten muss weiteren Priorität haben. Die Rettung auf See ist ein humanitärer Imperativ und eine Verpflichtung nach dem Völkerrecht. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Wir kommen zum Vorstandszeugen der Flucht. Bitte schön.
Seien Sie herzlich willkommen. Das Mikrofon ist für die nächsten 5 Minuten für Sie bereit. Guten Abend, meine geehrte Damen und Herren. Ich heiße Said Karabi und bin seit Oktober 2015 in Deutschland und in Dresden. Erstmal möchte ich Sie fragen, was Sicherheit für Sie bedeutet. Für mich war Sicherheit mein Land, meine Familie, das Gefühl von Heimat und all das habe ich verloren. Ich habe gesehen, wie alles um mich herum kaputt gegangen ist. Ich konnte nichts davon festhalten. Ich habe Syrien nicht verlassen, weil ich unbedingt nach Deutschland kommen wollte. Deutschland war nie mein Ziel. Ich hatte gar keine Ahnung auch, wie die Situation hier ist in Deutschland. Und ich bin auch nicht geflohen, weil ich Angst hatte zu sterben. Ich habe meine Heimat verlassen, weil ich keine unschuldigen Menschen verletzen wollte. Und hier, genau hier in Dresden, habe ich neue Sicherheit gefunden und bin unglaublich dankbar davor. Dresden ist für mich mein sicherer Hafen und ich habe viel hier Unterstützung bekommen. Auch wenn es überhaupt nicht einfach war, neu anzukommen. Mir haben hier großartige Menschen den Weg gezeigt und mir geholfen, meine Chancen von einem neuen Anfang zu nutzen. Und ich versuche es irgendwie zurückzugeben. Ich engagiere mich seit 2017 ehrenamtlich in unterschiedlichen Bereichen und studiere jetzt soziale Arbeit, damit ich auch Menschen, die hier Unterstützung brauchen, beistehen kann. Und da draußen sind Millionen Menschen auf der Flucht. Denen ist jetzt kalt. Sie haben Hunger. Sie sind einsam und krank und niemand kümmert sich um sie. Dabei wurde ich ihnen schon ein Dach über den Kopf genügen. Was ich diese Menschen durchmachen kann, sich hier niemanden von uns vorstellen. Aber es ist unsere Aufgabe, das nicht zu ignorieren, auch in Zeiten von Corona. Denn hier ist Platz und es gibt genug Sicherheit für die Menschen, die keine Wahl hatten, ob sie in Sicherheit bleiben oder nicht. Kein Mensch sucht sich so einen Kampf aus, wie sie ihn Tag für Tag, vielleicht schon seit Monaten kämpfen. Wir können hier sicher nicht jedem Einzelnen die Hilfe bieten, die sie vielleicht brauchen. Aber wir können dafür sorgen, dass sie die Hoffnung nicht verlieren und ihnen eine Perspektive geben. Dresden ist bunt und engagiert und weltoffen. Deswegen bin ich hier heute vor Ihnen. Und ich sollte gar nicht zur Debatte stehen, ob Menschen geholfen wird, die sich einfach nur nach ein bisschen Sicherheit sehnen. Und vielen Dank. Vielen Dank. Wir treten nun in die Fraktionsrunde an. Die AfD-Fraktion beginnt und Herr Rentsch stellt dabei auch den Ersetzungsantrag vor. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, werte Stadträte, liebe Bürger. Es geht in dem interfraktionellen Antrag nicht um einen Hafen, aus dem man nach der Erledigung gleich welche Besorgungen und Anliegen wieder ablegt, sondern um die Schaffung von Bleibeperspektiven sogenannter Schutzsuchender und um die Unterstützung von Initiativen zur Schaffung sicherer Fluchtwege. Im System Merkel ist es legitim und auch besonders erwünscht, derartige politische Forderungen zu erheben. Die Zustimmung der Bürger ist bei derartigen Entscheidungen auch nebensächlich und halten gesellschaftliche Veränderungen nur unnötig auf. Der interfraktionelle Antrag Sicherer Hafen ist aus unserer Sicht unzureichend ausgearbeitet, zu kurz gegriffen und sollte nicht nur halbherzig umgesetzt werden.
Dem landläufigen Vorwurf, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, sollten sich die Häfenbefürworter nicht aussetzen und ein glasklares Zeichen in die Öffentlichkeit senden. Unser Ersetzungsantrag ist substanziell zielführender, um den ernst gemeinten Tatendrang der städtischen Entscheidungsträger zu bekräftigen. Damit die Zuschauer und Zuhörer auch erfahren, worum es hierbei geht, werde ich unseren Beschlussvorschlag hier vortragen. Erstens, der Stadtrat nimmt das Anliegen der Initiative Seebrücke schafft sichere Häfen zur Kenntnis. Zweitens, der Stadtrat legt jenen Mitgliedern des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden, die sich mit den Zielen der Initiative Seebrücke schafft sichere Häfen besonders verbunden fühlen, nahe, durch persönliches, beispielhaftes Handeln die Aufnahme aus Seenot im Mittelmeer geretteten Geflüchteten zu unterstützen. Nachfolgende Grundsätze werden dafür neben der Abgabe einer Verpflichtungserklärung gemäß § 68 Aufenthaltsgesetz anempfohlen. Punkt A. Betreffende Stadträte in der Landeshauptstadt Dresden erklären sich zur Aufnahme von mindestens einem aus Seenot im Mittelmeer geretteten Geflüchteten in den eigenen vier Wänden, respektive in ihrem Privathaushalt bereit. Sollte nur unzureichend Platz in den eigenen vier Wänden sein, werden diese Stadträte dem Umstand selbstredend Abhilfe schaffen. Eine Vorauswahl und Personenüberprüfung der bei den Stadträten einziehenden Schutzsuchenden wird nicht vorgenommen, denn alle Menschen sind gleich. Punkt B. Alle finanziellen Aufwendungen, die mit der Aufnahme und Beherbergung von Geflüchteten einhergehen, sollen vollumfänglich durch betreffende Stadträte der Landeshauptstadt persönlich getragen werden. Beispiele hierfür sind die Kosten für Lebensmittel, Unterbringung, Kleidung, Telefon, medizinische Versorgung und so weiter. Dies soll ebenso sämtliche finanziellen Aufwendungen betreffen, die der Freizeit- und Lebensgestaltung der Geflüchteten dienen. Zum Beispiel das Taschengeld, Reisetätigkeiten, Sprach- und Bildungsunterricht und Familiennachzug. Betreffende Stadträte werden überdies darum gebeten, einen Zehnt ihres jährlichen Bruttoeinkommens als Spende der Landeshauptstadt Dresden zur Verfügung zu stellen, damit nicht nähere quantifizierbare Kosten, die mit der persönlichen Aufnahme von Geflüchteten entstehen, auskömmlich finanziert werden können. Etwa die Bereitstellung zusätzlicher Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulkapazitäten und Ähnliches. Es soll der Grundsatz gelten, wonach der Dresdner Allgemeinheit keinerlei Kosten durch die persönliche Aufnahme der aus Seenot im Mittelmeer geretteten Geflüchteten aufgebürdet werden. Punkt C. Eine 24-Stunden-Betreuung der Schutzsuchenden in allen Lebensbelangen übernehmen betreffende Stadträte der Landeshauptstadt Dresden bedingungslos, auch eine zeitliche Befristung der finanziellen, physischen und psychischen Lasten erlegen sich die Stadträte nicht auf. Werte Seebrücke Häfenunterstützer, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, Sie können den Splitter im Auge Ihrer Mitmenschen erst erkennen, wenn Sie den Balken aus dem eigenen Auge ziehen. Zeigen Sie, dass Sie keinerlei Vorurteile gegenüber den Fremden haben und dass Ihnen die Überseeliebe zu kulturfremden Menschen wirklich wichtig ist. Heucheln Sie nicht länger die Begriffe Mitmenschlichkeit und Solidarität, sondern verleihen Sie Ihrer politischen Weltanschauung persönliche Tatkraft. Überraschen Sie uns von der AfD, die Bürger dieser Stadt, als auch die Gastredner der anderen Fraktionen heute Abend positiv, indem Sie unserem Ersetzungsantrag zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. In der Fraktionsrunde Fraktion Die Linke, Leo Lenz. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, verehrte Beigeordnete, liebe Kolleginnen aller demokratischen Fraktionen und liebe Gäste hier und zu Hause am Livestream. Ich möchte gar nicht so viel selbst sagen, sondern eine Person zu Wort kommen lassen, über die wir hier jetzt auch gerade reden. To whom we concern and care about human beings, human rights and humanity. I'm Milad Ebrahimi.
21 years old from Afghanistan. I've been in Lesbos Island, Greece for about 11 months, and I've been in Privis Muir refugee camp for about 8 months. And in those 8 months, I experienced the most terrifying and horrible and dark days of my life. And after Muir burned and just ashes remained from it, the government forced us to come to the new hell, Muir number two. In this new camp, still everyone are facing lots of problems each day, such as lack of sanitary stuff, lack of permanent electricity, lack of a proper accommodation, lack of security, lack of personal privacy, lack of a normal life even, and so on. Problems in this new camp just change their shapes and faces. Experiencing these problems every day and the stress of the uncertain future makes each of us more sad, depressed, confused, and to feel like we are the prisoners of a prison without committing any crime. The life loses its meaning every single day, and the future becomes more darker and darker for us. Every person who lives in this camp just needs a day full of peace and calm, a normal life for himself or herself, and his or her family. But it seems that day would never come. Ich möchte es nochmal übersetzen. Sehr geehrte Damen und Herren, die sich Sorgen machen über Menschen, Menschenrechte und Menschlichkeit. Ich bin Milad, 21 Jahre alt und aus Afghanistan. Ich bin seit 11 Monaten auf Lesbos, Griechenland, und ich war im vorherigen Moria Geflüchtetencamp für etwa 8 Monate. Ich habe die furchterregendsten, grausamsten und dunkelsten Tage meines Lebens erlebt. Nach dem Brand im Moria, bei dem nur Asche übrig geblieben ist, hat uns die Regierung gezwungen, nach Moria 2 zu gehen. Im neuen Camp begegnen immer noch alle vielen Problemen, wie das Fehlen von Sanitäranlagen, das Fehlen von Elektrizität, das Fehlen echter Unterkünfte, das Fehlen von Sicherheit, das Fehlen von Privatsphäre, das Fehlen eines normalen Lebens. Die Probleme im neuen Camp haben nur ihr Gesicht etwas verändert. Diese Probleme jeden Tag zu erleben und der Druck der unsicheren Zukunft macht uns jeden Tag trauriger und lebensmüde. Wir fühlen uns wie Gefangene in einem Gefängnis, ohne ein Verbrechen begangen zu haben. Das Leben verliert seinen Sinn jeden Tag und die Zukunft wird dunkler und dunkler für uns. Alle Menschen, die hier leben, brauchen mal einen Tag in Frieden und Ruhe. Sie brauchen ein normales Leben für sie oder ihn selbst oder für ihre oder seine Familie. Aber es scheint so, als würde das nie passieren. Liebe Kolleginnen, Moria war schon die Hölle auf Erden, aber das, was da jetzt auf Lesbos entstanden ist, das neue Camp, das ist noch viel schlimmer, und ähnlich schlimm sieht es an der kompletten europäischen Außengrenze in den Hotspots aus. Und ich kann nicht fassen, dass man bei den Bildern, die wir dort von vor Ort bekommen, noch sagen kann, dass wir auf eine gesamteuropäische Lösung warten müssen. Ich kann Ihnen was sagen, das, was wir da sehen, das ist die gesamteuropäische Lösung. Das ist das, was die EU hier hinkriegt, mehr wird's nicht. Der Vorschlag zum Asylpakt, der jetzt gerade rausgebracht wurde, in dem stehen noch mehr solche Hotspots, dort soll es staatenlose Flächen auf der Erde geben. Dieser neue Pakt setzt auf Abschottung und Rückführung. Die Festung Europa bleibt also standhaft. Deshalb können und müssen wir als Kommune Druck machen, und das können wir unter anderem, wenn wir diesen Antrag hier so beschließen. Vielen Dank. In der Fraktionsrunde SPD-Fraktion, Herr Drees, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Wir haben Platz. Das ist das Motto, unter dem tausende Menschen in Deutschland, auch in Dresden, dafür demonstrieren und an die Politik appellieren, mehr Geflüchtete aufzunehmen, als das bisher passiert. Wir haben Platz, ist aber auch eine Realitätsbeschreibung in Dresden. Schon allein, wenn ich mir die reinen Zahlen anschaue und mir anschaue, dass wir in dieser Stadt vor nicht mal 3 Jahren 5000 geflüchteten Menschen eine Unterkunft in Wohnungen, in Übergangswohnheimen gegeben haben, und zum heutigen Zeitpunkt sind es keine 3000 mehr. Natürlich sind Wohnungen abgemietet worden, sind Heime geschlossen worden, aber die Gebäude sind nicht weg
Und diese Plätze sind wieder herstellbar, diese Plätze sind wieder nutzbar. Es ist am Ende eine Frage des Willens. Wir haben hier gerade eben schon wieder eine widerliche blaubraune Menschenverachtung gehört. Und in diesem Kontext möchte ich eine Bitte an alle Demokratinnen und Demokraten in diesem Haus hier richten. Und zwar egal, ob von Rot-Rot-Grün oder bei der CDU und bei der FDP. Lassen Sie uns gemeinsam nicht auf die Strategie der AfD hereinfallen. Die AfD ist die Partei des Egoismus. Sie schürt Neid und Hass mit dem Ziel, die Demokratinnen und Demokraten auseinanderzubringen und die Spaltung in unserer Stadtgesellschaft zu vertiefen. Lassen Sie uns dem gemeinsam Humanität entgegensetzen. Lassen Sie uns von einer Minderheit nicht beirren lassen, auch wenn sie laut ist, es bleibt eine Minderheit. Und lassen Sie uns bitte die Menschen und deren Existenznot, in der sie stecken, nicht aus dem Blick verlieren. Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden, Menschen, die vor Krieg, Gewalt, Verfolgung und Hunger fliehen. Menschen, die sich auf lebensgefährliche Routen begeben, um sich die Chance auf eine Zukunft zu erhalten. Menschen, die in unwürdigen Lagern leben müssen, in denen sie keine Perspektive haben. Wir als Landeshauptstadt Dresden sind in der Lage, diesen Menschen zu helfen bzw. einen Beitrag dazu zu leisten, dass diesen Menschen geholfen wird. Und zwar, indem wir die Frage der Menschlichkeit in den Vordergrund stellen. Dresden hat Platz, um mehr Geflüchtete aufzunehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns bitte heute zeigen, dass die Mehrheit dieser Stadt auch Platz im Herzen dafür hat. Die FDP-Fraktion, Herr Blödner, bitte. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Mittelmeer ertrunkene, überfüllte oder spurlos verschwundene Flüchtlingsboote, mitunter fürchterliche Situationen in den Lagern der Erstaufnahme im Mittelmeerraum. Viele, zu viele Menschen, die sich auf die gefährliche Flucht begeben. Mitunter sind es katastrophale Situationen in den Herkunftsländern, welche zur Flucht führen. Dies alles sind erschreckende Bilder und menschliches Leid, welches man in vielen Bereichen versuchen muss entgegenzuwirken und Situationen zu verbessern, um damit auch Menschenleben zu retten. Auch Lösungen wünscht man sich deutlich schneller. Insofern spricht der Antrag eine Vielzahl von Problemlagen an. Viele Redner sprechen die Probleme an. Aber, und an der Stelle kommt dann für uns der entscheidende Knackpunkt, das sind keine Maßnahmen, mit denen wir die Situation verbessern bzw. auf die wir kommunal Einfluss haben. Zuständigkeiten liegen vor allem in den europäischen Institutionen, bei den Ländern im Mittelmeerraum, die auch zu Recht zu unterstützen sind, beim Bund in bi- und multilateralen Verträgen und bei den Maßnahmen zur Bekämpfung der Flüchtlingsursachen vor Ort. Und an der Stelle sollten wir uns hier ehrlich machen. Politik sollte nicht so tun, als hätte sie Lösungen parat in Bereichen, wo sie, in unserem Fall als Kommunalparlament, sie schlicht nicht hat. Wir sind dafür da, Probleme zu lösen, für die wir zuständig sind. Und dafür müssen wir uns um das Regelwerk kümmern, welches wir beeinflussen können. Darauf sollten wir uns als Stadtrat in unserem Engagement konzentrieren. Im Bereich der Asyl ist das klar abgegrenzt. Wir haben das, wenn die Flüchtlinge der Stadt zugewiesen werden, haben wir das Thema Unterkunft, die Flüchtlingssozialarbeit. Wir müssen Rahmenbedingungen für eine gute und schnelle Integration schaffen bzw. auch weiter verbessern, zum Erlernen der Sprache, zum Einstieg ins Arbeitsleben. Dort können und sollten wir ansetzen, die Arbeit weiter zu verbessern. Dafür sind wir zuständig. Die Situation im Mittelmeer und deren Lösung ist dabei eine andere Gemengelage im komplexen europarechtlichen Geflecht. Da der Antrag keines der angesprochenen Probleme löst, ja keines der angesprochenen Probleme lösen kann, da eben nichts davon in der Zuständigkeit des Stadtrats und der Stadt liegt, geht es um reine Symbolik. Und das ist auch genau der Grund, warum wir den Antrag in der Form ablehnen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Blödner. Fraktion Freie Wähler. Herr Genschmer, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, nach der Rede von Herrn Aschenbach und den Unterstützern aus dem linksgrünen Lager, die sich
zu diesen verbalen Entgleisungen nie geäußert habe, werden wir uns als Freie Wähler an dieser Diskussion nicht beteiligen. Und dafür hat sich der Antrag auch für uns absolut erledigt. Es ist Symbolpolitik. Und alle die, die diesen Antrag zustimmen, benutzen das Wortparkalar von Herrn Aschenbach und machen sich damit unglaubwürdig. Für die Fraktion Bündnis 90 Grüne, Frau Mühle, bitte. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebes Publikum zu Hause und hier im Messesaal. Es ist schon viel gesagt, viel eindrucksvolle Bilder gezeigt und ich habe überlegt, worüber ich in dieser Rede noch sprechen kann, schon bevor ich die ganzen VorrednerInnen gehört habe. Soll man über die nackten Zahlen sprechen? Darüber, dass in Libyen 45.000 von der UNHCR registrierte Flüchtlinge und Asylsuchende leben, dass über 4 Millionen Flüchtlinge und Asylsuchende aus den Afghanistan, dem Irak und auch aus Syrien in der Türkei leben, dass 1.900 Menschen im Jahr 2019 bei der Flucht über das Mittelmeer ertranken und 922 Menschen dieses Schicksal in diesem Jahr schon erleiden mussten. Und dagegen die Zahl 1.500 Geflüchtete, die Deutschland zuletzt aufgenommen hat oder aufnehmen möchte. Nach Sachsen kämen laut Verteilschlüssel 75, im November kamen 11. 11! Und ich verstehe jeden und jede, die angesichts dieser viel zu niedrigen Zahl fassungslos sind. Oder soll man über die Menschen sprechen, die auf der Flucht sind und über die, die sich engagieren? 10.000 Menschen leben im provisorischen Lager in Moria. Wir haben Töne davon gehört. Ein Drittel von ihnen sind Kinder, von denen viele noch nie zur Schule gegangen sind, weil sie schon immer auf der Flucht sind oder in Lagern lebten. Kinder, die nicht Abstand halten können, die sich nicht regelmäßig die Hände waschen können, die ewig für Essen in Reihen stehen müssen, die kein sicheres Dach haben und keinen trockenen Boden unter den Füßen, auch nicht zu Weihnachten. Viele andere Menschen leben in Lagern überall an den Außengrenzen in ähnlichen Bedingungen, oft ohne Ausblick auf eine sichere Zukunft oder ein geregeltes Asylverfahren, ausgesetzt Willkür, Gewalt und Pushbacks. Oder soll man über die tapferen Menschen von Lesbos Solidarity sprechen, die mit dem Camp Pikwa einen selbstverwalteten Rückzugsort für besonders verletzliche Geflüchtete auf Lesbos geschaffen haben, der am 30.10. rücksichtslos geräumt wurde. Über die Menschen von Mission Lifeline, CI, Sea-Watch und vielen anderen NGOs, die mit unermüdlichem und unendlichem Engagement Menschen im Mittelmeer retten und standhaft allen Hindernissen für die private Seenotrettung trotzen. Oder über die vielen Menschen in Dresden und Sachsen, die sich schon lange und verstärkt nach 2015 in Willkommensinitiativen, durch Patenschaften, Spenden, Demonstrationen, Öffentlichkeitsarbeit engagieren. Oder zum Beispiel über Mutter Mechthild, eine Benediktiner-Äbtissin aus Oberfranken, die Menschen Kirchenasyl gewährt, aber der deshalb eine Gefängnisstrafe droht und die nun gemeinsam mit dem Verein Seebrücke den Göttinger Friedenspreis erhält. Die Laudatio wird ein ehemaliger Bundesinnenminister sprechen, Gerhard Baum. Oder über Bischof Bilz, der persönlich die Initiative United for Rescue unterstützt, dessen persönliches Statement zur Seenotrettung ich übrigens zur allgemeinen Betrachtung empfehle. Es ist wichtig, die Zahlen zu kennen. Es ist notwendig, hinzuschauen, wo Menschen in unwürdigem Elend leben oder im Mittelmeer sterben müssen. Es ist nicht radikal, sich für Seenotrettung auszusprechen. Es ist eine solidarische Selbstverständlichkeit. Es ist Humanismus. Nach all dem muss ich aber eigentlich am deutlichsten über unsere Privilegien sprechen. Unserem Glück, in Sicherheit, Freiheit und Wohlstand zu leben. Dem schmerzlichen, aber notwendigen Bewusstsein, dass dieser Wohlstand dafür verantwortlich ist, dass andere Menschen ihre Würde oder ihr Leben genommen wird. Dass auch wir dafür verantwortlich sind, dass Menschen die Flucht antreten. Wir, jeder von uns. Diese Privilegien sind uns, die uns verantwortlich machen, dafür nicht wegzuschauen.
zu tun, was möglich ist, und sei es noch so wenig. Als Privatperson können wir spenden, uns in Willkommensinitiativen engagieren, Hass und Menschenfeindlichkeit entgegentreten. Das ist gut und notwendig. Aber als Stadträtinnen, gerade in Dresden, haben wir noch eine weitere Verantwortung. Wir können Zeichen setzen. Zeichen, die über unser persönliches Umfeld hinausgehen. Ja, wir haben leider als Dresden keinen direkten Einfluss auf die europäische Außen- und Migrationspolitik. Aber wir können uns solidarisch zeigen mit den Menschen auf der Flucht, mit der privaten Seenotrettung. Wir können erklären, dass Dresden bereit ist, mehr Menschen aufzunehmen, als uns nach der Verteilquote zugeteilt würden. Hat die Klage von Berlin gegen die Ablehnung von Landesaufnahmeprogramm Erfolg, kann diese Erklärung auch tatsächliche Wirkung entfalten. Wir können das Signal in die Gesellschaft dieser Stadt senden. Unser Mitgefühl endet nicht an den Stadt- und auch nicht an den Landesgrenzen. Wir haben Platz und wir haben die Verantwortung. Vielen Dank. Zunächst in der Fraktionsrunde die CDU-Fraktion, Herr Dr. Brauns, bitte. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, zunächst lassen Sie mich ein Wort noch an diejenigen richten oder eine Frage stellen, die gerade bei dem unsäglichen Beitrag von Herrn Aschenbach geklatscht haben. Ich glaube, zu meinen und aus dem Wahlkampf zu wissen, dass Sie insbesondere dafür geworben haben, die Spaltung in der Gesellschaft, der Stadt zu überwinden. Mit Ihrem Beifall zu dieser Rede von Herrn Aschenbach haben Sie das entweder vergessen oder es waren Lippenbekenntnisse, meine Damen und Herren. Dieser Beifall, der wirkt bei uns nach. Und das wird sich möglicherweise auf die Politik auswirken. Es kann nicht sein, dass dann, wenn man anderer Meinung ist und die glaubt, auch wohl begründen zu können und damit diskutieren zu wollen, sofort eine Ehrabschneidung erfährt, so wie das hier geschehen ist. Meine Damen und Herren, dieser Beifall war völlig daneben. So können und so sollten wir nicht miteinander umgehen. Wir erweisen der Stadtgesellschaft damit einen Bärendienst und wir erweisen einen Bärendienst dem Anliegen, über das wir heute hier sprechen. Meine Damen und Herren, ich möchte nur aus einem Schreiben von Frau Dr. Kaufmann an den Oberbürgermeister zitieren. Frau Dr. Kaufmann, bekannt, gehört der Partei Die Linken an. Die Landeshauptstadt Dresden sollte sich weiterhin bei der Bundesregierung dafür einsetzen, dass die Bemühungen auf bundespolitischer Ebene nicht nachlassen, vielleicht auch im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft, auch andere europäische Länder einzubinden und diese aufzufordern, Flüchtlinge nach einem europäischen Verteilungsschlüssel aufzunehmen. Ziel sollte es sein, an einer gesamteuropäischen Lösung zu arbeiten bzw. daran mitzuwirken. Ich sage nochmal, Frau Dr. Kaufmann, Die Linke. Das ist völlig richtig und genau das ist der Punkt. Meine Damen und Herren, wir als CDU stehen dafür, dass alles dafür getan wird, dass wir zu einer europäischen Lösung zu kommen. Und dann muss man sich Europa einmal angucken, wo sind wir denn, was ist denn Europa auf diesem Globus? Und was passiert in der Flüchtlingsfrage? Wer glaubt, wir können das in Deutschland alleine lösen, der irrt sich. Der irrt sich. Und deswegen ist eine nachhaltige Lösung nur im europäischen Kontext zu lösen. Und ich appelliere an den Blick zurück in die jüngste Vergangenheit. Damit meine ich jetzt auch die Zeit durchaus vor 2000. Was es uns immer kostet, wenn wir glauben, die Welt retten zu müssen, alleine und zu können. Deswegen mein inständiger Appell, lassen Sie uns mit den anderen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und ich bin ein Überzeugter, ich bin ein glühender Verfechter der Vereinigten Staaten von Europa. Ich wünschte, wir hätten sie längst. Aber dann müssen wir eben auch das akzeptieren, was diejenigen meinen, für politisch richtig halten, auch im Sinne der Sache, und das eben nicht das ist, was hier heute propagiert wird. Deswegen, meine Damen und Herren, und deswegen kann ich da nur an Herrn Blüthner anknüpfen, lassen Sie uns das entscheiden, was wir auf kommunaler Ebene können. Und nicht meinen, mit einem Federstrich haben wir recht, das sind auf europäischer, auf nationaler Ebene alles völlige Idioten, Untermenschen, die nicht um die Lösung ringen, dass genau diese Bilder, die niemand sehen will, dass die in Zukunft nicht kommen. Aber das, was hier passiert, ist einfach dazu kurz gesprungen und deswegen glaube ich, sollten wir bei dem bleiben, wofür wir hier die Entscheidungskompetenz haben. Wir treten dafür ein und wir unterstützen die Bundesregierung, die sie tragenden Parteien, dass hier eine vernünftige Lösung getroffen wird, aber nicht mehr und nicht weniger. Und ich glaube, wir halten es nicht für richtig, hier die Bundesregierung und diejenigen, die dafür zuständig sind, zu sekundieren. Da muss man sich auch dann immer gucken, was passiert dann am Ende und was kommt am Ende dabei raus. Gut gemeint ist manchmal eben nicht gut. Und genau das kann hier der Fall sein. Deswegen werden wir diesen Antrag ablehnen und wir hoffen, dass alsbald eine gesamteuropäische Lösung in dieser Frage kommt. Vielen Dank. Nach Abschluss der Fraktionsrunde gibt es weitere Wortmeldungen. Zunächst Frau Frohwieser und danach Frau Schonetzki. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen, sehr geehrte Gäste. Ich möchte jetzt gar nicht noch mal inhaltlich zu dem Antrag sprechen. Dazu ist meines Erachtens alles gesagt und alles gezeigt. Ich habe mich jetzt trotzdem noch mal zu Wort gemeldet, weil der Kollege hier vorne von der CDU vorhin, Herrn Treves, so fordernd ins Wort gefallen ist und, glaube ich, da an der Stelle tatsächlich den Appell von Herrn Treves überhört hat in diesem Moment. Er hat nämlich sehr deutlich hier dazu aufgerufen, dass wir miteinander an dieser Stelle den Hass, den hier manche in diesem Raum streuen, genau einer Fraktion, mit Humanität begegnen sollen, dass wir versöhnlich miteinander umgehen sollen. Und so sehr ich... Hören Sie mir zu, ich hatte gerade eben gesagt, dass ich mich deshalb noch mal zu Wort gemeldet habe, und empören Sie sich nicht in dieser Art und Weise unnötig, wenn Sie mir erst mal zuhören würden, bitte. So sehr ich persönlich die Wut des Kollegen Aschenbach verstehe, wenn man solche Bilder sieht, dann blutet auch mir das Herz, dann bin auch ich wütend unter anderem über diejenigen, mit denen wir hier auch im Rat sitzen müssen, dieser sogenannten selbsternannten Alternative. Aber in der Tat, ich teile die Worte, die Herr Aschenbach hier zur Einbringung gewählt hat, nicht, finde die nicht in Ordnung. Und Herr Treves hat hier sehr deutlich gesagt, dass wir als Fraktion da einen anderen Weg gehen. Ich würde mir aber auch wünschen, dass insbesondere, Kollege Genschmer, diejenigen, die hier oft genug vorne stehen und auch auf die anderen schimpfen und die anderen beschimpfen, jetzt hier nichts zu tun und sich derart empören. Gleiches mit Gleichem vergelten ist trotzdem nicht der richtige Weg. Ich glaube, Herr Genschmer, jetzt bin ich dran. Gleiches mit Gleichem vergelten ist nicht der richtige Weg. Lassen Sie uns bitte versöhnlich in dieser Sache, Herr Dr. Brauns, es ist ja keine Frage von europäischer Lösung oder wir bekennen uns hier auch in Dresden. Ich bin der festen Überzeugung, das gehört zusammen. Keiner von uns möchte da jetzt irgendwie sagen, wenn wir uns hier als Kommune kümmern, ist die EU fein raus. Ganz im Gegenteil, das wissen Sie auch, dass wir alle uns auch dafür einsetzen. Natürlich, dass das auf europäischer Ebene ganz grundsätzlich neu angegangen werden muss. Aber lassen Sie uns gemeinsam hier dieses Zeichen der Versöhnung setzen. Und ich möchte mich zum Schluss nochmal bei den Gastrednerinnen und Gastrednern bedanken. Das war zutiefst beeindruckend. Sie haben hier auch den Kolleginnen und Kollegen vorgeführt, wie sachlich und trotzdem emotional man so eine
Rede hier halten kann. Dafür herzlichen Dank. Und bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion, geben Sie sich einen Ruck. Senden Sie mit uns gemeinsam dieses Zeichen aus Dresden, wie die Gastrednerin sagte, damit Dresden einen anderen Ruf bekommt, den Ruf, den diese Stadt, meine Heimatstadt, verdient. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Schanetzki, bitte. Sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, auch ich fand die Rede bis zu dem letzten Satz oder den letzten zwei Sätzen von Max Aschenbach tatsächlich sehr bewegend. Ich war sehr berührt und mir ist es auch schwer gefallen, diese Bilder anzuschauen, weil ich bin in meinem Alltag sehr selten mit menschlichen Leichen konfrontiert und ich muss ehrlich sagen, dass mich das wirklich packt, sowas sehen zu müssen und ich kann das nicht gut sehen. Was hat Max Aschenbach getan? Und ich verstehe die Empörung und ich würde das mit mindestens derselben Empörung zurückweisen. Er hat meiner Beobachtung nach die Twitter-Unflätigkeiten, die manche hier im Raum immer mal so von sich geben, hier in diesen Rat getragen. Und ich glaube, das sollten wir tatsächlich unterlassen. Wir sollten vielmehr versuchen, auch die Debatten auf Twitter im Niveau zu heben und auch dort respektvoller miteinander umzugehen. Aber gleichzeitig, und da spreche ich wirklich auch aus schmerzvoller Erfahrung, und das, ich verstehe, dass sich das jetzt fies und ein bisschen pädagogisch-moralisch anhört, manchmal ist es wie auf dem Schulhof, da muss man über solchen Unflätigkeiten drüberstehen und sich trotzdem mit der Sache auseinandersetzen. Und das würde ich mir tatsächlich hier von allen Anwesenden wünschen. Wie es Frau Provisa auch gesagt hat, ja, es ist im europäischen Kontext, ja, es ist eine globale Aufgabe, aber Dresden ist Teil von Europa und Dresden ist Teil dieser Welt und damit haben wir Verantwortung. Das hat Frau Mühle, glaube ich, auch sehr gut ausgeführt. Unsere Privilegien, unsere Lebensweise, unser Lebensstil führen zu genau diesen globalen Entwicklungen und damit müssen wir uns konfrontieren und damit müssen wir umgehen. Und solange es keine europäischen Lösungen gibt, kann nicht die Lösung sein, Menschen ertrinken zu lassen. Das kann nicht der Weg sein. Das Zweite, was ich heute hier beobachtet habe, und auch das möchte ich Ihnen einfach, bevor wir das abstimmen, noch mal ganz eindringlich in Erinnerung rufen. Wir haben einen deutlichen Bitte um Unterstützung aus der Zivilgesellschaft gehört. Da waren drei Menschen, die sich seit Jahren mit Herzblut im Ehrenamt, und zwar ohne Aufwandsentschädigung, für diese Sache engagieren, die sich für Menschen engagieren, die selbst diese Erfahrung machen mussten. Drei Menschen haben uns hier persönlich von ihrem Engagement berichtet und haben darum um Unterstützung gebeten. Das ist im Stadtrat was relativ Alltägliches, dass Menschen aus der Stadtgesellschaft hierher kommen und uns um Unterstützung bitten. Und heute geht es nicht um finanzielle Unterstützung, heute geht es einfach nur um die Bereitschaft, Menschen hier aufzunehmen und Menschen Teil dieser Stadtgesellschaft sein zu lassen. Und ich lebe so gerne in dieser Stadt und ich bin so gerne Teil dieser Stadtgesellschaft, dass ich dieses Privileg sehr gerne mit anderen Menschen teilen möchte. Und ja, es ist Symbolpolitik, da gebe ich Ihnen völlig recht, aber wir machen oft Symbolpolitik und es ist auch wichtig, in der Politik mal Symbole zu setzen, weil was ist Politik sonst, auch als Zeichen zu setzen, als Gesellschaft auch mitzuprägen und mitzuverwandeln. Und um noch ein letztes juristisches Argument zu bringen, es ist sehr wohl so, dass sich die Europäische Union nicht ausschließlich rechtskonform verhält. Was Frontex gerade in Sachen Pushbacks im Mittelmeer betreibt, ist schlicht rechtswidrig und das muss man auch so nennen dürfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe wirklich auf eine breite demokratische Zustimmung zu diesem Antrag. Vielen Dank. Herr Dr. Schulte-Wissermann, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und in der Welt da draußen. Ich möchte auf die von Herrn Brauns und Herrn Blödner genannte Einschätzung der Symbolpolitik noch mal eingehen, weil alle inhaltlichen Sachen, die ich hätte sagen wollen, sind bereits gesagt worden. Man kann ja anzweifeln, oder man kann ja behaupten, Dresden ist nicht zuständig für das, was da aufgeschrieben ist. Ich habe eine
anderes Verständnis davon. Also meine Meinung ist, dass wenn jetzt nur genügend Städte, und 208 haben das schon gemacht, genügend Städte diesen Appell machen, diesen Aufruf offiziell mitzeichnen, dass dann quasi graswurzelmäßig sich in der Politik schon etwas ändert. Man kann aber natürlich sich formal darauf zurückziehen und sagen, naja, die Stadt, was wir da beschließen, das macht nichts. Es ist nur Symbolpolitik und deswegen lehnen wir es ab. Die Frage ist aber immer, was für ein Symbol setzt der Stadtrat? Wenn wir es beschließen, dann hat diese Seite ein Symbol beschlossen, dann hat der Stadtrat ein Symbol beschlossen. Wenn wir es nicht beschließen, was für ein Symbol sendet dann der Stadtrat aus? Was für ein Symbol sendet Dresden aus? Es sendet das Symbol aus, dass die AfD in Dresden im Stadtrat gewonnen hat und dass Dresden mal wieder es geschafft hat, im Spiegel zu erscheinen mit irgendeinem Artikel, was Dresden mal wieder nicht gemacht hat. Und ich weiß, in Leipzig, die haben ja vor vier Wochen sich zum sicheren Hafen erklärt, ich kenne ein paar Leute in Leipzig, die sich heute den Stream hier in Dresden angucken und ganz gespannt sind, Grüße nach Leipzig, ja, also dieses Symbol wird dann ankommen. Und das ist doch die Frage, welches Symbol, ja, lustig. Und die AfD, ich meine, man kann ja über die Partei sagen, was man will, aber der Antrag von der AfD ist natürlich die reinste polemische Frechheit. Ja, also das kann man doch nicht wirklich ernst meinen. Wenn man hier schon sagt, wir wollen ernste Worte haben und das dann vorliest, also wirklich unterirdisch. Also das Symbol ist, schaffen wir es, eine Mehrheit zu haben für eine Symbolpolitik, aber was Positives? Oder aber sendet der Dresdner Stadtrat das Symbol aus, dass der rechte Block, das ist es dann, gewonnen hat. Das müssen Sie sich aussuchen und danach muss man handeln. Und natürlich, ich glaube, Herr Drews hat es gesagt, oder Frau Frohmiese, natürlich ist das Ziel der AfD, dass es hier eine deutliche Spaltung gibt. Aber Sie können es mit einem einzigen Klogang dazu bringen, ja, dass wir heute eben dieses Symbol nicht aussenden. Oder beziehungsweise, man muss es sagen, wenn der Seebrücke-Antrag heute nicht angenommen wird, dann hat diese Seite des Hauses geschlossen, alle, niemand hat sich enthalten, haben alle dagegen gestimmt. Und ich möchte dieses Symbol nicht sehen. Dankeschön. Ein Geschäftsordnungsantrag von Herrn Hallig. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, die Argumente sind hinreichend ausgetauscht. Ich beantrage Ende der Debatte. Gibt es hierzu Gegenrede? Formal, dann, wenn Sie dem Antrag auf Ende der Debatte zustimmen, bitte ich Sie ums Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Der ist bei 35 Ja-Stimmen, 35 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Da ich aber auch keine weiteren Wortmeldungen mehr habe, können wir jetzt ins Abstimmungsverfahren eintreten und hier zunächst den Ersetzungsantrag der AfD-Fraktion. Bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem Antrag zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser Antrag ist bei 12 Ja-Stimmen und 58 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Wir kommen damit zum Bericht des federführenden Ausschusses. Ich bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen?
Enthaltung? Dieser ist bei 35 Ja-Stimmen, 35 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Gibt es da einen Grund dafür, für die Wiederholung der Zählung? Herr Bürgermeister, ich beantrage Wiederholung der Zählung. Ich habe tatsächlich in den Reihen rechts von mir Personen gesehen, wo ich mir nicht ganz sicher war, ob der Arm oben war und aber offensichtlich nach dem Auszählungsergebnis als eine Nein-Stimme gewertet wurde. Gut, dann Geschäftsordnung, Herr Pinkert. Das ist ja der Herr Schmählich nicht sicher ist, vielleicht sollten wir dann die namentliche Abstimmung bevorzugen. Okay, ich ziehe zurück. Vielleicht sollten wir einfach nur eine Wiederholung der Zählung machen. Den namentlichen Aufruf. Und es sollte sich der Herr Schmählich hinstellen, damit er sehen kann, wer die Hand gehoben hat. Also die Wiederholung der Zählung erfolgt durch namentlichen Aufruf und wir treten eine solche zur Herstellung der notwendigen Klarheit auch ein. Herr Trostmann, bitte. Noch etwas funktioniert? Ja. Okay. Frau Arnert, Frau Apel, Herr Aschenbach, Frau Barko, Frau Bischofberger, Herr Blödner, Herr Böhm, Herr Braun, Herr Braun? Herr Dr. Brauns, Herr Breuer, Frau Kaspari, Herr Kolditz, Frau Dagen, Herr Dr. Deppe, Herr Dietze, Herr Drews, Herr Engel, Frau Filius-Jene, Herr Fischer, Herr Flemming, Frau Frohwieser, Frau Dr. Geitsch, Herr Genschmer, Herr Gilke, Herr Göhler, Frau Graul, Herr Hannig, Frau Hanser, Herr Hase, Herr Hecht, Frau Holowenko, Herr Kaden, Herr Kaniewski, Herr Kiesling, Frau Krause, Herr Krüger, Herr Lazinski, Leo Lenz, Herr Lichti, Herr Lommel, Herr Löser, Herr Maloney, Frau Marschner, Herr Mattes, Frau Mühle, Herr Müller, Frau Nikolov, Herr Nietzsche, Frau Dr. Osiander, Herr Pinkert, Herr Rentsch, Frau Scharnetzky, Frau Schewe, Herr Schlick, Herr Schmählich, Herr Schmidt, Herr Schollbach, Frau Dr. Schöps, Herr Dr. Schulte-Wissermann, Herr Schulze, Frau Siebeneicher, Frau Sturm, Herr Vetterlein, Frau Dr. Vogel, Frau Wagner, Frau Walter, Frau Wendt, Herr Wiedemann, Herr Wirtz, Herr Zastrow,
Die Wiederholung der Zählung hat das Ergebnis 35 Ja-Stimmen, 35 Nein-Stimmen ohne Enthaltung bestätigt. Damit ist der Tagesordnungspunkt abgehandelt und wir kommen zum verbleibenden Tagesordnungspunkt.